vorne! So Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Roadtrip-Vlog durch Amerika. Wir sind gerade für euch einmal komplett durch die Everglades mit der Supermoto gefahren. Ah! Nimm mal dein Handy oder rein! Ja, perfekt, wir sind mitten in der Palme, haben kein Sprit mehr und kein Internet. So stelle ich mir den Beginn vor. Warte, ich muss jetzt hier erstmal ankicken. Ja. Mein Fuß tut so weh gerade. Komm, Moritz, ich schieb dich an. Du bist ein armer Tropf. Nee, okay, ich gut. Mach das. Komm, wir wollen heute noch ankommen. Und, willst du noch Palme? Hey, Maurice, anstatt den ganzen Wheelie-Lessons, solltest du mal Kick-Lessons machen. Ja, ich. Warum kommen denn jetzt so viele Autos? Wir fahren heute zu einem kompletten Bike, Car und Truck Meet. Oh. Ihr wisst, dass ich bei so Events immer der Motivator bin. Du sorgst immer für viel Qualm. Das heißt, wir drei gehen jetzt dahin. Und wenn da jemand einen Burnout macht oder einen Wheelie oder einfach nur rumrafft, dann motivieren wir den so lange, bis irgendwas kaputt geht. Germany, we give full gas. Das Cop-Auto hat einfach hinten ein Fahrrad dran, Digga. Ja, was zur Hölle? Oh, Maurice, gib dir mal diesen Truck. Bruder, das klang. Irgendeiner hat einfach das Tor von diesem offiziellen Event abgeschlossen. Jetzt kann keiner mehr rein. Wieso nimmt so ein geiler Truck und fährt dieses Tor hier einfach kaputt? Das ist eine richtig geile Idee. Der Chris hat mir was gesagt, wo ich hinkommen soll. Ja? Schreib mal kurz durch, bitte. Einmal bitte. 39 Sekunden brauche ich Ruhe. Was ist mit deiner Stimme, Bro? David, lach nicht! Es ist Balance! Hallo! Over there, so you're gonna come this. Okay, ich hab's nicht gecheckt. Digga. Kann einer ankicken, ich bin abgerutscht, aua. Heute kick mal an. Hä, das hört sich schon besser an als bei mir. Digga, steht da vorne ein Monster-Truck oder was ist das? Könnt ihr euch vorstellen, dass dieser Truck auf dem Highway fährt? Ja, wenn das Ding auf dem Highway fährt, dann fress ich ein Wesen. Dieses Auto hat ein Kennzeichen. Da, ja, der feiert. Och Mann, ich will nicht wieder kicken. Ja, lass einfach laufen. Later! Fick die Karre! Fick die Karre! Ob Amerika oder Deutschland, überall das Gleiche. Gott. Schau mal, die gucken nur, die müssen alle ein bisschen hypen. Hyper! Die denken jetzt alle, wir fahren bei das dann schon mich. Ja. Hier ist ein Auto und eine riesen Chopper, Bruder. Ach du krass, so scheiße. Ach, Alter, der driftet einfach mit dieser krank großen Chopper. Oha, zu zweit. Komm, Alter, fahr einfach mal drauf, komm. Ja, soll ich? Nee, Diggi. Der ganze Kofferraum und die Türen bestehen nur aus Boxen. Sorry, this is only parking, lot, or? Nein. Oh, sorry. Is there more nice stuff or only parking lot? Yes, more. Guck mal, ich stelle mich mal neben diesen Truck, damit die Leute mal sehen, wie krank groß das Ding ist. Ja, stimmt, das ist crazy. Hier ist der Bodyguard. Was ist das bitte für ein Auspuffrohr? Da kann ich meinen ganzen Kopf reinstecken. Sorry, do you speak English? Bist auch ein geiler Typ. Stell dir mal vor, du kommst da rein. Oh, der hat kranke Stacheln. Bruder, der zermatscht dich. Guck mal hier, der ist aus Fast and the Furious nachgebaut. Driver by Paul Walker. Hey guys, we're from Germany. If these cars pass by you, do you say they are street legal? We don't bother, but you're not supposed to have anything tinted from windshields or tinted. Ah, okay. All the decals on the windows, all that stuff is driving as low to the ground you want. Crazy. Ich krieg's kotzen, die geht nicht an. Schieben ist unser Ding, das verbindet uns beide. Warum werden die nicht angehen? Du hast es zu sehr vergewaltigt, die letzten 70 Kilometer. Okay. Yo! Jetzt geht's los. Wir zwei sind dran. Echt? Maurice kommt. I'm from Germany. I don't know if I should go. I can do some wheelies. You think it's enough? Ja. Ich sag die ganze Zeit, ich soll da reingehen. Okay, komm, ich mach das jetzt. Wünsch mir viel Erfolg. Viel Erfolg, Alter. Zeig den Amerikanern mal, wie die Deutschen das machen. Komm. Toll. Hey, die feiern dich. Die jubeln alle. Okay, ich verleihe jetzt mein Bike weiter nochmal. Der kann voll die geilen Bunnyhops. Ist der Reifen schon platt? Ja, der macht die ganze Zeit Vollbremsungen. Bruder, hallo. Ich sehe mich heute schon heimlaufen, 70 Meilen. Wollen wir der Bändchen einfach jemanden geben? Maybe you want to try to come in? Have fun. Die eine Tussi ist schon hinter uns. Wir müssen ein bisschen weiterfahren. Bro, do you want the entrance? You're welcome.
So, Race Start machen. Illegale Straßenrennen. FBI, open up! Denke, das wird eine geile Perspektive werden. Safe. So, jetzt kommen wir endlich los. Ach, Schlüssel her. Hä? Du hast den, ich sehe das an deinem Gesicht. Ja, Tipi-da-ba-di-bi-da-ba-ru. Kommen wir jetzt endlich. Jetzt sieht er mich nicht mehr. Bin im Versteck. Haha. Leben durchgespielt. Oh, tippt der Gas. Oh, 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 was mach ich jetzt? Oh, jetzt fährt er schon rechts rüber. Oh. Nee, der haut ab. Alter Pfaffe. Hä? Willkommen in Amerika. Wie weit Olli bist du denn schon, Olli? Wir fahren noch 40 Minuten noch. Echt jetzt? Zu Olli? Ja. Digga, ich friere. Und dann müssen wir von dort noch nach Hause fahren. Von hier aus brauchen wir 2 Stunden nach Hause. Digga, laber doch keinen Scheiß. Ich hab doch einen Uber oder so. Was? Versteh dich nicht. Einen Uber! Ein Taxi! A few moments later. Polizei bei uns, Polizei. Geil. Olli, es beginnt schon wieder toll. Komm mal ran hier. Olli. Ich hab das ja voll vermisst, immer von dir zuzugucken, wie ihr im Gas geht. Hast du mich schieb? Vollgas. Alter. Aber Idiot, das ist auch Idiot. You guys like to race motorcycle? We don't race. Just enjoy the landscape, you know? Idiot, das ist auch Idiot, big Digga, es geht doch schief, Alter! Ich will das Bike schon in der Luft flippen, Alter. Noch mal ein Rider und nach amerikanischen Geschmack. Wie laut ist die Karre? Ey, Junge, rast der hier durch die Stadt in der GTA-Lobby. Da ist das krank, Alter. Der ist gerade locker 150 in der Stadt gefahren. Hast du ein Pferd über Rot? Düse durchziehen, schau. Jetzt kommt der illegale Straßenrennen, pass auf. Ja, Junge, diese Corvette, die ist geisteskrank. Mega! Ist das geisteskrank jetzt hier? Oh Gott, der Typ ist so krank. Junge, diese Karre! Ich fühle mich wie auf der Formel 1 Rennstrecke. Dr. Leo! Dr. Leo! Man, you are crazy! If you got it, flaunt it! If you want it, walk it! If you can't use it, yeah! You don't use it! Sure! Der hat gerade gesagt, warum sollte man es nicht machen, wenn man sowas hat? Junge, schau dir mal an! Der dreht komplett am Rad! Junge, tschüss denn mit dem! Der hat gar keinen Auspuff, oder? Das ist einfach nur ein scheiß Rohr. Guck, das ganze Ding ist hinten einfach abmontiert. Schau mal den Hinterreifen an. Der wackelt so links rechts. Der hat so Spanngurt zusammengehalten. Ah, der hat Gas gegeben, hat jetzt mal alles zu links rechts bewegt. Schau mal, wie das wackelt. Das hat er selber geschrieben. Der gibt auch ganz komisch Gas. Schau dir das mal an. It looks very dangerous when you ride. Okay. Boris, guck, das macht immer so.